Und zu meiner Linken eigentlich eine Kleidung. Aber da muss man wieder eine Side Mission machen. Sarah's Apartment, das kennen wir schon, das muss ich nicht nochmal anschauen. Können wir wahrscheinlich eh nicht nochmal rein. Schätze ich mal. Da Sarah ja eigentlich woanders wohnt. Wieso können wir eigentlich noch spielen, wenn Tommy tot ist? Wir gehen halt mal so auf. Tommy ist ja gestorben in der Hauptmission. Muss da nebenbei. Für alle, die es noch nicht wussten. Aber es ist ja noch auch 50 Jahre später oder so. Den haben wir. Dann können wir hier. Hinfahren. Ist das so? Das ist so, ja. Eigentlich sollte ich jetzt hier ein ziemliches Chaos gemacht haben mit meinem Auto. Aber geht noch. Es ist Wanted sein. Also Plakat. Von For Loitering. Herumlungen. Theodore Hillhorst, aka Bobcat. Das haben wir dann. Gibt es hier gleich irgendwo noch einen Comic? Da, neben dem Stuhl, 25 Black Mask. Da haben wir jetzt ziemlich wenige. Sollten das jetzt nicht 5 Fahrzeuge sein, die ich geknackt habe? Würde ich eigentlich sagen. Aber offensichtlich nicht. Ich muss das Achievement doch nochmals anschauen. Aber gut. Hier unten ist noch eine Tankstelle, die wir uns anschauen können. Vielleicht ist die ja etwas anders aufgebaut und vielleicht kann man da ja tanken. Sieht zumindest etwas anders aus. Da, auftanken. Ja, und hier drin gäbe es auch noch einen da First Aid. Möchte ich jetzt gerade nicht anschauen. Muss ich jetzt nicht haben. Also eigentlich schon, aber nee. Dann, wie gesagt, hier zu diesem Haus. Ungefähr hier. Und dann schnell zu Salieri's Bar. Ich würde sagen, die... Den Boat Ride und Train Ride mache ich erst ab gegen Schluss, wenn ich ungefähr etwa alles gefunden habe. Da ist es Wanted sein. Also Plakat. Ich vergesse immer, dass es ein Plakat ist. Wanted for continued criminal enterprises. Fortgesetzte krimineller Unternehmungen.
Raphael Hajduk, a.k.a. Locke. Der hat schon ein bisschen was von Mafiosi. Diesen Gelharden. Und dann können wir hier kurz zu Salieris Baden Abstiche machen. Does he pay more attention to women on the street than to you? When was the last time he paid you a compliment? Make sure that he only has eyes for one woman with a bit. Kurz schauen. Chapter 3. Das sind so viele Dinge auf der Karte. Ich glaube zwar, ich habe wahrscheinlich alles schon. Oder das meiste zumindest. Na, wie geht's? Können wir irgendwie was besprechen? Nicht? Okay, schade. Zeitung kann ich auch nicht anschauen. Brief von einem Freund. Lieber Freund, ich beobachte dich seit einiger Zeit. Du hast eine wilde Seele und bist ein Mann voller Potenzial. Ich suche einen Partner, jemand, der meine Vorliebe für Freiheit und Chaos teilt. Wenn du mehr erfahren willst, begib dich zur westlichen Spitze von Little Italy und achte auf ein Klingeln. Herbert Baskerville. Little Italy. Wait. Nochmal kurz. Spitze von Little Italy, westliche Spitze. Nie ohne Seife waschen. Westliche Spitze von Little Italy. Kann man denn irgendwie die Grenzen hier einsehen? So wahrscheinlich irgendwie hierhin. Aber ich schätze mal, das hat was mit den Füchsen zu tun, da ja da. Das Zeichen da ist. Und ich glaube, hier gibt es echt nichts mehr. Ist irgendwie doof, dass man auf der Map hier nicht noch näher zoomen kann. Und da wird so viel angezeigt. Newspaper. 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 Alles in Missionen, das kann ich schon mal vergessen. Wieso auch immer hier zwei Missionen gezeigt werden, finde ich strange. Want Poster gibt's keine. Super Science. Inside the garage at Salieri's Bar on a table on the ground floor. Inside the garage. Also in der Garage. Oben war ja eigentlich sonst nichts mehr. Was ist eigentlich das Zeichen hier? Okay, kann ich gar nicht anschauen. Das ist ein Kleiderschrank. Da wird mir noch etwas angezeigt in rosa. Ah, hier ist der Kleiderschrank, an dem wir uns umziehen können. Taxifahrer, flache Mütze, Verbrecher. Verbrecher, schick, schick, Beerdigung, Trenchcoat,
Staatsfeind, lässig, fein, Rennfahrer, Gefängnis, Polizist, Anzug, Pensionär, Black Cats. Das sieht nice aus. Hat was von einem Bike, von der Biker Gang. Hier drin gibt's noch was. Das sind, glaube ich, Zigarettenbilder. Oder? The Pepone. Ja. Motorhof Party ist auch in der Mission. Ein Fuchs gibt es auch in der Garage, weiß ich gerade nicht, ob wir den schon haben. Super Science inside the garage. Ein Outfit. Ein Mechanic Outfit. Time Detective. Super Science. Molotov Party. Okay. Inside the garage. On a table at the ground floor. Wird mir zwar irgendwie anders angezeigt, aber gut. Was ist das denn hier für ein Raum? Okay. Habe ich noch nie gesehen. Machen kann ich hier auch nichts. Gut, dann gehen wir hier wieder raus. Das ist auch nichts. Inside the garage. Wo geht's hier hin? In die Küche. Das wird mir eigentlich irgendwie hier links eher angezeigt. Aber links ist ein Barbershop. Ich gehe mal nach hinten. Diese Garage ist wahrscheinlich nicht gemeint, weil da kann man ja wahrscheinlich nicht rein, oder? Oder? Nee. Und hier auch nicht. Nope. Da kann man bloß ein Auto holen. Inside the garage at Salieri's Bar on a table. On the ground floor. Outside the back office in wooden crate next to engine. Inside the garage in the office in the back. Da ist der Fuchs. Den hätten wir. 11:50. Ich und Mama. Ach ja, Ralphie. Du bist schon gut. Ich glaube, das Comic haben wir schon. Entweder wäre es hier gewesen oder dort drüben. Ich glaube, das ist dort drüben gewesen. Day of the Comet. Super Science. Kann ich das nachschauen? Kann ich es ja irgendwie nicht. Welche Ausgabe das ist. Day of the Comet. Doch hier, Day of the Comet. Das haben wir. Und das andere ist Time Detective. Man kann es also anschauen oder näher betrachten. Death Wars
Death Wears Red Heels. Death Wears Red Heels. Sieht also auch so aus. Und die Zigarettenbilder kann ich die auch anschauen. Poli Lombardo 2. Das haben wir auch. Dann kann ich das auch abstreichen. Kann ich ja doch ein paar Dinge hier noch anschauen. Dann hätte ich ja auch noch die Nummer 11. Tommaso Moretti. Dann hätten wir in der Mission Just for Relaxation gehabt. Und Sergio Morello Nummer 9. Dann hätten wir auch in der Mission You Lucky. %. Super Science Time Detective. Sorry, wenn ich jetzt gerade schon entdeckt habe, dass man das anschauen kann. Feather Your Coffin. Hier sind sie zwar nicht nummeriert, das ist ein bisschen doof. Feather Your Coffin, das haben wir hier. Auch in der Mission Just for Relaxation. Und Super Science. Invisible One. Nummer 2, den haben wir auch. Gut, dann ist die untere linke Hälfte schon mal eigentlich ziemlich leer, was Collectibles angeht. Dann haben wir nochmals Gangsters Monthly. Die Nummer 10, Steam Boys. Da fehlt uns eine Menge. Steam Boys, aber das haben wir. Hi. Kann man? Nee, anschauen kann man es nicht. Eigentlich wäre es cool, wenn man es lesen könnte. High Adventure on the High Seas. Aber ziemlich nice, das ist so nach der Mission. Das ist die Mission mit. Ja, das ist nice gemacht. Den Fuchs kann man denn auch anschauen. Den Fuchs kann man nicht. Postkarten. Nee. Den Fuchs, der ist einfach. Who knows? What happens with it? Ah, wait. Wir haben noch was. Gangsters Monthly. Nummer 6. Moonlighting. Moonlighting, das haben wir auch. In Chapter 20: The Death of Art. Ah, das war der Bankraub. September 1938. Nice, haben wir auch. Ja, die ganzen Notizen, ob ich die gefunden habe, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt schon ziemlich viel abgestrichen. Das ist gut. Das ist ziemlich gut. Wäre nice, wenn ich euch die Karte einbinden könnte. Aber geht leider gerade nicht. Little thing.
Science Play Channel.